Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Projekt auf dem Kanal. Wir spielen Hunting Simulator. Kam heute raus, beziehungsweise gestern, wenn ihr das Video seht. Kostet 35 Euro bei Steam aktuell. Und es ist, wie der Name schon sagt, eine Jagdsimulation. Ja, einfallsreicher Name auf jeden Fall. Und deshalb gucken wir das Spiel uns mal an. Sieht so vom Menü aus auch gar nicht so scheiße aus. Bin echt gespannt, was das zu bieten hat. Wir sehen auf jeden Fall schon, dass wir eine Kampagne zur Verfügung haben, was durchaus interessant sein könnte. Das checken wir mal aus. Ich habe selber noch gar nicht gespielt. Ich möchte mit euch gleich mal die Einladung spielen, denn das gibt's hier. Ansonsten können wir noch die freie Jagd machen oder halt den Mehrspieler-Modus. Sehen wir hier. Gibt's also alles. Und wir haben noch ein paar Extras hier. Schießstand zum Beispiel gibt's ein Wiki. Wo wir ganze Tiere erstmal sehen. Weißwildhirsch, Kanadagans, Wolf, Puma, Wildschwein, Karibu, Schwarzwild, Maulhirsch, Rothirsch, Wapiti, Elch, Dickhornschaf, Dammhirsch, Reh, Sickerhirsch, Gabelbock, Truthahn, Bär, Rotfuchs, Toyote, Rotluchs, Schwarzbär, Grizzly, Bison, Wüstendickhornschaf, Fasan, Baumwollschwanzkaninchen, Waldkaninchen, Schneeschuhhase, amerikanische Hase, Feldhase, Stockente, amerikanische Krickente, Blaufügelente, Schneegans, Blässgans, Zwergschneegans, einäugiger Wolf, legendärer Elch, legendärer Braunbär, Albino, Rotfuchs, Rotluchs, legendärer Bison und Wüstendickernschaft. Meine Güte. Ist das viel. viel, was wir zu schießen haben. Aber wir wollen erstmal gucken, dass wir überhaupt zurechtkommen. Das heißt, ich würde sagen, wir starten einfach mit der Einführung und gucken uns das mal an. Möchte ich spielen? Danach werden wir natürlich die Kampagne hauptsächlich spielen. Denke ich mal, dass wir damit anfangen und nicht mit der freien Jagd. Ich gucke mal an, wie die Kampagne ist. Ich weiß natürlich nicht, wenn sie natürlich irgendwie blöd gehandhabt ist. Dann lassen wir das. Wir sehen hier mit der Repetierbüchse 243 am Start. 6 von 19 Schuss oder 6 Schuss im Magazin. 19 haben wir noch. Und jetzt sollen wir erstmal hier folgen. Das können wir. Folgen die Signalen. Laufen wir mal ein bisschen durch die Gegend. Was kann man die Waffe wegstecken? Die versperrt so ein bisschen die Sicht so minimal, ne? Weiß nicht. Vielleicht in den Grafik-Settings. Ich weiß es nicht. Wir laufen aber erstmal. Um Third Person, guck mal, Third Person gibt's ja auch. Nice, okay. Das hat schon ein bisschen was von Cabela's, muss ich sagen. Wer die alten Cabela-Spiele kennt. Da gibt's auch mal Third Person. Hab ich mal gespannt. Okay, wir spielen natürlich in der First Person hauptsächlich, denk mal. Kann man das Headbombing eigentlich nicht ausstellen? Wahrscheinlich nicht. Vielleicht schon. Aber ich hab mir die Option noch nicht angeguckt. Hab nur alles auf hoch gestellt. Shift, um zu sprinten, okay. Sprinten können wir auch. Was war das für ein Geräusch? Ach, guck mal, wir haben auch so eine Ausdauerleiste haben wir. Okay, wir können natürlich unendlich sprinten. Wo auch immer die Tiere sich aufhalten, lassen sie die Spuren zurück. Indem wir diese Spuren untersuchen, können wir herausfinden, wo die Tiere sein könnten. Und mit der Einführung fortzufahren, nähern sich der Spur und untersuchen sie. In der Story, in der Kampagne habe ich gerade schon mal gesehen, gibt es auch verschiedene Charaktere, die man auswählen kann. Und da gibt's, also die sind halt beschrieben, die Charaktere. Und anscheinend scheinen die verschiedene Stärken und Schwächen zu haben, denke ich mal. Also zumindest laut Text. Ich weiß nicht, ob es wirklich Auswirkungen dann auf das Spiel hat. Aber laut Text sind die auf jeden Fall vorhanden. Okay, nähern uns der Spur und untersuchen die erstmal. Das sollen wir nämlich als erstes machen. Ist schon mal eine Losung hier. F für Spur analysieren. Eine Stunde Richtung Südwesten. Sehen Sie da unten, folgen Sie Abdrücken des Tieres, die nächsten Spur, beachten Sie, dass die Spuren nach einer kurzen Zeit verblassen. Okay, die Karte. Mit M haben wir eine Karte. Da sehen wir. Also in dem Bereich hier ist ungefähr der Hirsch, der ist nach Südwesten gelaufen und ist in dem Bereich hier, nehme ich an. Da kann er sich überall aufhalten. Also, das ist schon mal ganz cool. Da sieht man so ungefähr einen Anhaltspunkt. Wie groß ist denn die Map eigentlich? Ich kann das ein bisschen hoch und runter scrollen, aber wie groß die ist, weiß ich letztendlich nicht. Das sieht man da wahrscheinlich in der Kampagne. Okay, wir laufen immer nach Südwesten. Kompass haben wir oben, den sehen wir. Ich hoffe, unten links wird nichts. Ich habe unten links jetzt mal eine Facecam hingesetzt. In der Hoffnung, dass da nichts erscheinen wird. Bis jetzt geht es. Mal gucken, ob wir gleich erstmal die nächste Spur haben oder das Tier schon da irgendwo am Stehen. Wie kann ich mich eigentlich hinhocken? Und jetzt erstmal die nächste Fährte. Erstmal die nächste Fährte. Ich habe auch. Also, Grafik ist das Maximum, was das hier jetzt ist. Ich habe alles auf sehr hoch gestellt. Sieht schon ganz gut aus, muss man sagen. Westen. Guck mal, dann gucken wir wieder auf die Map und dann sehen wir, okay, jetzt ist er da. Okay. Wir laufen einfach mal hier
bisschen lang wahrscheinlich wieder davon auf der Wiese stehen, wie ich so ein Tutorial kenne, ja. Wird der hier schon auf offene Fläche stehen. Kann ich eigentlich hocken? Ja, kann ich mich auch. Okay, auf Steuerung. Kann ich mich hinlegen? Wahrscheinlich schon irgendwie, aber ich weiß gerade nicht wie. Ich weiß noch nicht, was wir alles für Items haben, für Waffen. Müssen wir dann vielleicht auch mal gucken. Wahrscheinlich dann erst in der Kampagne oder in der freien Jagd kann man sich bestimmt angucken. Aber das machen wir alles noch vorne, ne? Ich wollte jetzt erstmal die Einladung machen. Alles der Reihe nach. Wenn ein neues Spiel rauskommt, immer schwer, alles auf einmal zu zeigen. Aber wir machen das erstmal hier zusammen. Da vorne ist er! Ach, zum Hinlegen gedrückt halten, alles klar. Ich bin ruhig. Aber wie ich mich hinlege? Ach lol, das ist schon hinlegen. Ziemlich scharf. Okay, ein Symbol. Lol, das ist ein Wolf. Entdecken Sie den hier, schau wie denn? Mit dem Fernglas oder was? Oder einfach mit dem Scope? Genau. Die Anzeige im Zentrum des Blitzes repräsentiert die Sinne des Tiers. Die Balken zeigen an. Neben Balken zeigen an, wie viel ein Tier von hinten. Ach, von ihnen sieht, hört oder riecht. Alles klar. Wenn ein Tier zu viel von ihnen sieht, hört oder riecht, wird es aufgeschreckt und flieht. Okay, habe ich verstanden. Darf ich jetzt auch schießen? Ich habe ihn noch entdeckt, oder nicht? Wie, darf ich hier nicht schießen? Okay, wir haben da so ein Triangel quasi. Achso, ich muss doch da vorne. Ich habe da so eine Triangel als. Oder so ein Dreieck. Ich nenne es mal Dreieck als Anzeige. Und je nachdem, wie dann wahrscheinlich die Balken sind, sagen sie ja, umso mehr nimmt es uns wahr. Wir pischen uns mal jetzt im Busch. Töten Sie den Hirsch, alles klar. Der Höhepunkt der Jagd ist der Abschuss. Nun, dass Sie eine gute Position eingenommen haben, schießen Sie das Tier ab, alles klar. Ich bin auch hinterm Busch, da sehe ich das Tier auf jeden Fall. Gibt nichts Besseres als hinterm Busch. So, jetzt steht er auch hinterm Busch, alles klar. Zum Luft an ein Schiff drücken. Boah, mit Bullet Cam. Oh, der ist tot. Ist kurz gelaufen, aber nur so ein paar Meter, nur so ein paar Schritte. Jetzt muss ich das Ziel beanspruchen, alles klar. Aufstehen. Stehe ich schon wieder? Ne, jetzt stehe ich. Okay, der Schusshorn war jetzt ein bisschen mau, ehrlich gesagt. Ich hoffe, da kommt noch ein bisschen mehr raus. Er zum Nachladen der Waffe, okay, haben wir auch gelernt. Und das Tier liegt. F zum Tier beanspruchen. So. Region, wir sind im europäischen Wald und da gibt es Weißwildhirsche. Wer kennst du nicht? In Europa, ne? In Europa, da gibt es auf jeden Fall viele Weißwildhirsche, Freunde. Da kann man schon mal festhalten. Schwierigkeit einfach. Wir haben hier wirklich 243, sehen wir, 67 Kilo haben wir hier. Entfernung haben wir hier. Gesamtpunkte. Organe getroffen in die Lunge. Da unten ist das Herz. Das ist aber weit vorne, ne? Und das ist das Gehirn, okay. Die für ein Tier verleihenden Punkte werden nach der Entfernung, dem Gewicht und des Tiers und dem getroffenen Bereich bestimmt. Okay, also so eine Kombi aus allem quasi. Ein Schuss ins Herz gibt viele Punkte, ist aber riskant. Ein Schuss ins Gehirn oder Lunge gibt immer noch einige Punkte. Okay, also Herz ist natürlich dann der beste Schuss, logischerweise. Aber ist halt, wie soll ich sagen, riskant. Ich habe so einen Lungenschuss bestimmt sicher. Ein Schuss in den Magen. Ach du Scheiße. Macht die Trophäe wertlos, es gibt Punktabzug. Das gilt jedoch nicht für kleinere Tiere. Okay. Wenn ein Tier mit einer Waffe des falschen Kalibers geschossen wird, kann es nicht beansprucht werden. Macht Sinn. Für die Beanspruchung des Tieres einschließlich derer, die mit dem falschen Kaliber geschossen wurden, werden ebenfalls Punkte abgezogen. Seien Sie also vorsichtig. Für nicht beanspruchte Tiere werden tatsächlich Punkte abgezogen. Bei was? Bei meinem Gesamtskill oder was? Einführung abgeschlossen. Alles klar. Jetzt bin ich bereit. Jetzt sind wir bereit für die Jagd, Freunde. Und wir starten natürlich mit der Kampagne. Da bin ich echt mal gespannt, was sie zu bieten hat. Wir haben ja die verschiedenen Charaktere zur Auswahl. Und hier sehen wir, was es da für Tiere nimmt. Achso, ich habe meinen Charakter schon ausgewählt. Ja, ist natürlich doof. Können wir jetzt nicht mehr sehen. Da habe ich mich gerade aus Versehen einmal drauf geklickt und dann habe ich schon ausgewählt. Ich weiß nicht, welchen Charakter ich habe. Nee, ne? Ne, ich kann auch nicht meine Charakterauswahl zurück, glaube ich. Ne. Glaub's nicht. Okay, dann machen wir die Kampagne. Hier sehen wir quasi die ganzen. Sind das alle Maps hier? Ich glaube, das sind alle Maps, ne? Küstenregenwald, guck mal, die Alpen, Rocky Mountains, europäischer Wald, die Highlands, Bergsee, südliches
Tafelland, alpine Mittelwestzone, Highland Loch und arktische Tundra. Aber wir sind jetzt erstmal hier in subalpine Mittelwestzone. Ein üppiges, offenes Gebiet in den Bergen. Offen hört sich gut an. Die Tiere gibt es hier alle. Truthahn, was hat hier? Fasanen, Kaninchen, Hase. Hier ist Puma, Dickhornschaf, Wapiti, Weißwedel. Könnte Wolf sein, Bär und ein Elch, nehme ich an. Aber wir starten einfach mal die Kampagne und gucken mal, was letztendlich passiert. Da hier auswählen. Achso, ich muss das ja erst anklicken. Ne? Ach du Scheiße. Und guck mal, da gibt es ganz viele Missionen. Ganz viele Missionen. Hast du ein bisschen Wolle, die Route. Ach guck mal, da hat man so eine Startzeit. Alles klar. Beispielsweise ein Rotfuchs. Warte mal hier. Treffen sie das Tier ins Herz. Dickhornschaf. Beanspruchen sie ein Maultier als Beute. Ach guck, und da sehen wir quasi in so eine Bestenliste. Wovon wir noch nichts haben, weil wir natürlich gerade nach Release sind. Oh, die Bestenliste lädt aber auch lange. Na gut. Hauptwaffe. Okay, jetzt kann ich meine Waffen hier auswählen tatsächlich. Was war nochmal das Ziel? Ne? Maultierhirsch als Beute, alles klar. Aus über 50 Metern. Okay. Maultierhirsch aus über 50 Metern. Wir können nur. Aber hier sehen wir es mal. Halbautomatik 2. Ich kann ihn alle nicht auswählen. Das ist echt blöd. Ich hätte mir die gerne angeguckt. Betäubungsgewehr, Alter. Armbrust, Recurve-Punkt. Ach, du heilige Scheiße. Vorderrepetierfinde, Doppel-Doppel. Okay. Aber. Okay, wir haben eine 9,3 noch. Und eine 30,06 Halbautomatik. Okay, das ist auch eine 270. Ich wollte gerade sagen, Kaliber gibt es ja wenig, aber. Geht dann doch. Absehen haben wir hier. Okay, gibt es auch größere Vergrößerung. Muss man halt alles freischalten in der Kampagne wahrscheinlich. Warte mal, kann ich? Ich möchte mal kurz mal gucken, ob ich, wenn ich in eine freie Jagd gehe, ob ich dann die ganzen Waffen auswählen kann. Oder ob ich die auch erst freischalten muss über die Kampagne. Die Maps auf jeden Fall schon mal nicht. Okay, ich kann 24 Stunden Tag auswählen. Ne, kann ich auch nicht anklicken, ne? Okay. Können wir nicht auswählen. Also müssen wir erst wahrscheinlich sowieso die Kampagne spielen. Du kannst quasi nicht das Spiel starten und sagen, okay, ich möchte jetzt einfach hier ein bisschen das jagen und das jagen. Kann man so oder so was von halten. So. Repetierbüchse. Absehen drauf. Sekundärwaffe, was haben wir da? Lol, noch eine? Brauche ich doch gar nicht. Wahrscheinlich halt, wenn du wirklich eine zweite freigeschaltet hast, was ich aktuell nicht habe. Bringt uns also nichts. Wir haben noch gar nichts, ne? Fasan locker. Guck mal, die ganzen Locker gibt's hier auf jeden Fall. Entenlocker, Geruchs, Neutralisierungsspray. Maultier hier. Statt bräuchten wir alles. Hier, eine Drohne. Eine Drohne gibt's tatsächlich auch im Spiel. Aber das ist dann halt alles. Stellen wir hinter. Wir können halt nichts auswählen, ne? Genau. Fernglas vielleicht? Auch nicht. Alles gesperrt. Shit, da, wenn man das freischaltet? Auch nicht. Nö. Okay. Dann gehen wir halt nur mit dem Gewehr in den Wald und versuchen da ein Maultier zu erfinden. Erfinden vor allen Dingen. Zu finden. Zu finden und zu erlegen. Könnte schwer werden ohne Equipment, muss ich sagen. Da bin ich echt gespannt. Da bin ich echt gespannt. Ich werde es natürlich am Sonntag, kann ich mal sagen, werde ich es auf jeden Fall im Livestream zocken. Wenn es cool ist, bis dahin. Ansonsten für Russian Fishing 4. Aber ich denke, am Sonntagabend werde ich mal das hier im Livestream anzocken. Und mal gucken. So. 8 bis 14 Uhr. Wir klicken auf Fortfahren. Okay, und da vorne ist quasi schon, wir werden quasi an der Fährte abgesetzt. Das ist echt ein bisschen wie Cabellas, ne? Wir müssen dann jetzt wahrscheinlich verfolgen. Und erlegen. Logischerweise, guck mal, das ist auch eine Fährte. Es ist dunkel, wenn du da unten guckst. 4 Stunden ist nach Süden unterwegs. Warte mal, Süden ist aber. Ach, da, wa? Was ist denn das andere für eine Fährte? Boah, ist das so laut hier? Sturm oder was? Was ist das für ein Fährte da oben? Das ist halt die Frage, ne? Das ist vielleicht auch einer. Aber der ist nicht nach Süden unterwegs dann. Oh, was ist das für ein Zeichen? Ist da einer? Hat einer gerufen? Da sind auf jeden Fall ein paar Fährten. Gehen wir mal gucken. Gehen wir mal gucken. Hier, die Waffe schön im Anschlag. Ne? Schön aus der Hüfte schießen. Wie John Wayne. Ah, oh, da springt was ab. Da war eins. Ich habe es genau gesehen.
Hat sich gehört vielleicht? Wo ist denn die Windrichtung? Die Windrichtung sehe ich auch nicht, ne? Was ist das so dunkel? Da, es ruft tatsächlich. 3 Stunden. Also irgendwie vom Sound her denkst du echt, hier ist ein Wasserfall, ne? Der Wind ist schon ziemlich krass. Okay, da hinten sehen wir's. Ah, das ist doch kein Maultier, oder? Ein Rotfuchs. Das ist ein Rotfuchs, ey. Das Sound ist ein bisschen wie Autobahn, muss ich sagen. Mega laut. Ist das auch noch leiser? Das ist noch ein Fuchs, oder? Rotfuchs. Fair. 4 Kilogramm. Immerhin schon mal die richtige Jägersprache hier benutzt. Ja, Fee, da kannst du ruhig rufen. Ich gehe mal kurz weiter. Nämlich zu unserem nächsten Anhaltspunkt hier. Da ruft auch irgendwas. Also Tiere gibt es ja schon mal genug, würde ich sagen. Rotfüchse vor allen Dingen. Maultier, 2 Stunden, südlich. Weiter. Hinterher, den brauchen wir. Den brauchen wir, vorbei an den Füchsen hier. Ist das der nächste Pferde vom Maultier? Ist das jetzt hier der Fuchs? Ein Stein, alles klar. Ist ein Stein. Man hat auf jeden Fall auch so hier immer so ein Fadenkreuz im Bild. Da könnte man jetzt quasi direkt den Fuchs anvisieren. Dann hätte man den direkt drin. Ne, also das ist schon mal ganz gut. So. Dann gehen wir weiter nach Süden. Das Ding ist, ich glaube, wenn das halt immer so ist, dass du direkt eine Fährte abgesetzt wirst und einfach das Tier verfolgst, muss ich sagen, ist das, glaube ich, von der Langsamkeit, von der Schwierigkeit her, keine Ahnung, also, ich glaube, man kann die Schwierigkeit, glaube ich, einstellen, dann hast du die ganzen Anzeigen nicht, aber dann wird es, glaube ich, noch schwieriger. Weil was hast du jetzt für Anzeigen? Okay, diese Call-Anzeigen, ja. Aber die, also ich glaube, ehrlich gesagt, die Fährtenanzeige kannst du nicht wegmachen, oder? Das wäre... Man hat jetzt einfach 10 Füchse um mich rum. Die kannst du nicht wegmachen, weil damit wäre das Spiel, glaube ich, echt schwer. Dann siehst du ja gar keine Pferden mehr. Kannst du ja quasi nur durch die Gegend rennen und beten, dass du irgendwas siehst. Na, vorne ruft auch immer ganz viel rum. Mal gucken, was wir da am Rufen haben. Von allen Seiten. Aber was ist das für eine Fährte da? Was haben wir hier? Also im Prinzip werden wir jetzt hier abgesetzt und... Maultiersch, 1 Stunde, Südwesten. Also nach da unten. Wir kommen auf jeden Fall näher, 1 Stunde ist nicht mehr weit. 1 Stunde ist nicht mehr weit. Was ist das denn da? Guck mal, das ist so ein Hunting Tower. Glaube ich. Was ist das Grüne? Sind das die Dinger, wo ich die Füchse gesichtet habe? Könnte sein. Ach, da ist schon wieder ein Rotfuchs. Wie viele Füchse gibt es denn hier? Na, guck mal, wenn wir durch das Scope gucken, dann sehen wir auch die nächste Fährte. Die wir eigentlich noch nicht in der Rennerdistanz haben. Das ist auch interessant. Spätestens, wenn man da vielleicht ein Fernglas hat. Da oben ist auch ein Tier. Ein Fuchs. Also ich sag mal so, das, was man in Call of the Wild an Füchsen zu wenig sieht, ne? Da siehst du hier deutlich zu viel. Also ist ja alle 5 Meter ist ja ein Fuchs, das kann doch gar nicht sein. Meine Güte, war das so ein Hochsitz? Guck mal, das ist ein Hochsitz. Aber gut, wir haben keinen Caller und so weiter. Das heißt, das bringt uns erstmal gar nichts. Ne? Wir brauchen jetzt nämlich hier den Hirsch so vor der Flinte. Und müssen versuchen, den jetzt irgendwie zu finden. Jetzt haben wir 2 Stunden alt. Das gibt's doch gar nicht. Der war doch gerade 1 Stunde alt. Können wir einfach eine Fuchsmission machen? Da hätte ich schon ungefähr 20 Füchse erlegt. Da vorne krebst auch ein Fuchs rum. Da, ich sehe hier alleine schon 2 Füchse auf der Wiese. Plus die 10, an denen wir schon vorbeigelaufen sind. So, wo ist die nächste Fährte hier? Weiß ich noch nicht.
Weiß ich noch nicht. Südwesten auf. Was kommt denn da oben? Können wir schnell aufstehen und einfach schneller laufen? Von allen Seiten callen die Füchse. Guck mal, der ist direkt vor uns hier. Juckt den auch gar nicht, ne? Was ist das denn hier für... Hä? Das sind keine Tiere, die ich gespottet habe. Guck mal, man kann auch eine Markierung platzieren, sehe ich gerade. Legende. Guck mal, gucken wir einfach mal da. Nicht untersuchte Spur. Ach so, okay. Das sind quasi Spuren, die wir nicht untersucht haben. Na gut. Die werden also auch auf der Map angezeigt. Alles klar. Können wir, können auch einfach so Fuchs da umballern, ne? Aber das bringt uns halt für die Mission nichts. Weiß halt nicht, ob man da rein theoretisch Punkte dafür bekommt, wenn ich jetzt so einen Fuchs erschieße. Ach guck, jetzt kommt ja so eine Anzeige wie in so einem. Wie in so einem Far Cry-Shooter. Oder dann. Na, siehst du? Jetzt haben wir. Jetzt merkt uns der linke Fuchs hier quasi. Das hier, da merkt uns auch. Okay, jetzt gehen wir in Deckung und jetzt sehen sie uns ja nicht mehr. Alles klar. Hab ich verstanden. Gehen wir also doch gehockt hier weiter. Guck mal, der ist direkt neben uns. 24 Meter. Den könnte ich jetzt so erlegen. Machen wir aber nicht, weil wir jetzt den Maultier brauchen. Was? Die meisten Tiere fliehen aus dem Gebiet? Warum? Erstmal eine Markierung setzen. Okay, da ist irgendwo der Maultierhirsch. Nehme ich an. Nehme ich mal an. Okay, da ist irgend so ein Felsen. Guck mal, ist schon echt offen, ne? Aber ein Hirsch sehe ich hier nicht. Ne, auch kein Hirsch. Ne, mal gucken, was das für eine Fährte ist. Irgendeiner muss da ja sein, oder? Ja, oder ist er? Guck mal, tatsächlich. Zwei Fährten sogar. Da kann man direkt mal abchecken, ob das vielleicht Hirsche sind. Was ist das da? Ja, sicher. Weißt du, so Dickhornschaf findest du auch, ne? Sollen wir mal testweise so ein Dickhornschaf erlegen? Ob das irgendwie Punkte bringt oder so. Maultiersch nach Norden. Aber als ob, also sind so viele, weißt du, so viele Fährten von Maultierschen, die, ich habe noch keine andere Fährte gefunden, nur Maultierhirsche. Aber was ich sehe, sind immer so andere Tiere. Das soll auch verstehen, wer will, ne? Nordosten. Toll, die ziehen jetzt gar nicht hier lang. Was ist das denn da? Das ist Maultierhirsch! Das ist Maultierhirsch! Okay, wir pirschen uns an. Wir pirschen uns an den fressenden Maultierhirsch an. Der Wind steht gut. Wir sind am Busch getarnt. Niemals wird er uns wahrnehmen. Ich glaube, wir können eigentlich auf den Hochsitz da, ne? Aber ich glaube, ne, da steht er nicht gut genug für, glaube ich. Dann ist er echt so ein Wasserfall, ne? Da töst die ganze Zeit hier, als wenn du den über die ganze Map hörst. Hat er mich bemerkt? Ich sehe nicht mehr, weil er hinter der Kuppe ist. Er ist hinter der Kuppe. Ich darf hier nicht zu nah ran, ne? Weil sonst, wir müssen ja über 15 Meter schießen. Gut, dass wir da so einen Entfernungsangabe direkt dazu kriegen. Aber ich kriege den hier nicht drauf, ist das Problem. Guck mal, jetzt haben wir den schon mal 50 Meter. Das ist nämlich das Problem. Der steht da in der Senke irgendwo drin. Lol, irgendein Tier sieht mich da. Okay. Lass uns das von unten versuchen. Von hier oben kriege ich keinen Blick auf den, zumindest nicht aus 50 Metern. Ich robb mich mal hier runter.
Vielleicht kann man doch auf den Hochsitz gehen. Jetzt sind noch 45 Meter. Das ist Mist, was ich hier mache. Komm schon, den kriegen wir noch, oder? Wird halt ein langes Video. So. Lange erste Folge. Ich muss eigentlich auf den Hochsitz, ne? Von hier unten sehe ich ihn halt auch nicht. Echt super schwer, den auf 50 Meter zu schießen. Guck mal, es ist noch 41. Kannst knicken. Lass mich auf den Hochsitz gehen. Der steht direkt vor mir hier. Ich gehe mal ein paar Meter zurück. Aber jetzt habe ich auch keine Entfernungsmesser. 48. Okay, heißt, ich gehe noch so. Jetzt haben wir 50. Okay. Heißt, rein theoretisch kann ich den jetzt erlegen, oder was? Auf jeden Fall zu weit hinten fürs Herz. Ach guck mal, jetzt sehen wir, dass sich das Dreieck so verändert. Alles klar, okay. Jetzt ist die Frage, ist er umgefallen? Haben wir ihn erlegt? Oder wie ist die Lage? Na, gehen wir mal gucken, ne? Was ruft da oben noch? Können wir das auch noch schießen? Klar, ne? Schießen wir einfach auch noch. Schießen wir einfach auch noch. Okay, der Dickhornschaf ist umgefallen, das haben wir gut getroffen. Guck mal, was wir mit dem Hirsch gemacht haben. Mit dem Maultierhirsch. Ob wir den auch kriegen. Der Schuss müsste eigentlich gut gewesen sein. Mal sehen. Sehen wir auch einen Anschuss oder sowas? Gibt es das auch hier? Maultierhirsch. Dann ruft schon wieder ein Fuchs. Ah, Maulti, also so Anschussfährten sieht man hier nicht, ne? Aber hier liegt er, okay. Boah, das wird aber dann schwer. Also wenn die lange Fluchten haben oder sowas. Gut, bis jetzt keine langen geflohen, aber könnte dann schwer werden, die zu finden, ne? Lunge haben wir getroffen. 52 Meter. Und das Maultierhirsch. Das heißt doch, die Mission haben wir erfüllt, oder? Ach, das war ein Sekundärziel. Brauchte ich wahrscheinlich gar nicht, oder? Straf 150? Wahrscheinlich, weil ich das andere Tier abgeschossen habe. Ach. Okay, darf ich dann vielleicht nicht? Oder ich hätte den vielleicht erst einsammeln müssen, weil ich jetzt das erst eingesammelt habe. Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Oh nice, ich kann jetzt die 22 Halbautomatik verwenden. Okay, nice, okay, cool. Haben wir auf jeden Fall was freigeschaltet. Sehr cool, okay. Haben wir die erste Mission haben wir erfolgreich geschafft. Und haben auch weiterhin Erfolg gehabt bei der Einführung. Guck mal, jetzt könnten wir hier. Also wir haben noch keinen neuen Map freigeschaltet, logischerweise. Jetzt müsst ihr wahrscheinlich einfach die zweite Mission machen. Oh, guck mal, wir sind sogar mehrere hier. Mit dem Stern, was heißt denn mit dem Stern? Sieh, wie viele Punkte habe ich denn hier? Why not? Ich bin Why not oder was? Weil ich einen Stern habe. Ne, Pantoffel bin ich. 433. Wir können ja 3500 Punkte haben. Ohne Witz, haben die dann. Darf man dann wirklich andere Tiere vielleicht zuerst abschießen? Testen wir vielleicht mal bei der nächsten Mission. Okay, jetzt brauchen wir ein Dickhornschaf. Dickhornschaf, Rotfuchs und ein Truthahn als nächstes kommt so an den Start. Na gut, würde ich sagen, das soll es aber erstmal gewesen sein von der ersten Folge, von dem ersten Einblick. Ich bin gespannt, was das Spiel uns so zu bieten hat. Und dann sehen wir uns in den nächsten Folgen. Wird auf jeden Fall erstmal jetzt ein paar geben. Schreibt mir auf jeden Fall eure Meinung mal in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und wir sehen uns dann. Bis dahin, macht's gut. Haut rein und auf Wiedersehen.